Hallo zusammen und willkommen zurück auf der Goldinsel. Im Tal des ewigen Frühlings von Immortals Phoenix Rising warten noch einige Gewölbe des Tartarus auf uns. Die drei Arenen haben wir uns bereits angesehen und heute nehmen wir uns drei weitere Risse vor. Als erstes sehen wir uns den Weg des Aiolos an. Den Eingang findet ihr ganz im Norden der Karte, südlich der Nachttruhe und nordwestlich der Schnellreise zu Gaias Seele. Im Gewölbe selbst ist vor allem gutes Timing gefragt.
Als nächstes nehmen wir uns den Weg zur Erebos vor. Der Eingang ist ziemlich genau südlich vom Weg des Aiolos und nordwestlich der Aphrodite-Statue. Um das Ziel zu erreichen, müsst ihr euch vor allem um jede Menge Laserstrahlen rumschlängeln. Wenn ihr euch die ganze Sache ein wenig vereinfachen wollt, könnt ihr mit der göttlichen Kraft Laserimmunität an die Herausforderung rangehen. Außerdem braucht ihr den Zorn des Ares und um an die optionale Truhe heranzukommen, ist der Kraftakt zwingend erforderlich. What?
Das dritte Gewölbe des Tartaros für dieses Video ist der Weg des Boten. Der Eingang ist nordöstlich der Aphrodite-Statue, hoch oben auf einem Felsen. Doch dorthin zu gelangen ist nicht einfach, denn der Felsen ist von einer magischen Barriere umgeben, die euch sofort die gesamte Ausdauer raubt. Daher habe ich mir als Ausgangspunkt eine der Spitzen des Vulkans im Gebiet die Tore des Tartaros ausgesucht. Von dort bin ich zum Gewölbe geflogen. Seid aber gewarnt, dass ihr diesen Riss erst angehen solltet, wenn ihr eine gute Menge an Ausdauerpunkten habt. Die werdet ihr nämlich brauchen, um Zeus Blitz zu erreichen. Außerdem empfehle ich euch Athenas Schub und den Zorn des Ares.
Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. In weiteren Videos kümmere ich mich auch noch um die anderen Risse, die mythischen Herausforderungen sowie um die diversen Truhen und um das Ambrosia. Schmetterfelsen habe ich schon abgearbeitet und die anderen Gebiete werden auch noch folgen. Außerdem haben wir auf dem Kanal noch einen ganzen Walkthrough für euch am Laufen, ebenso wie zahlreiche andere Projekte. Wenn ihr nichts davon mehr verpassen wollt, empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.